Dosenfutter, Tetrapacks, Wasserflaschen. Der Auftrag: Einkaufen für den Katastrophenfall. Das mag ja alles ganz sinnvoll klingen, aber was bedeutet das für eine vierköpfige Familie? Was kauft man überhaupt und was kostet das? Die Bundesregierung empfiehlt eine individuelle Auswahl an Lebensmitteln für 10 Tage und 2 Liter Wasser pro Person pro Tag für 5 Tage. Tja, individuelle Auswahl, das könnte alles sein. Ich will wissen, was genau macht Sinn und wie lange müssen die Sachen dafür überhaupt haltbar sein? Bevor ich einkaufen gehe, treffe ich den Lebensmittelexperten Peter Wiese zu Hause. Sein Job ist es, Einkäufe im großen Stil für die Gastronomie zu planen. Peter, wenn ich einen Vorrat anlegen will, worauf muss ich da eigentlich achten? Naja, zum einen, wir haben heute alle Platzprobleme. Du solltest nichts bevorraten, was dir nicht schmeckt. Dass sie ohne Kühlung haltbar sind. Und ansonsten, ja, da gibt es ja nur 2 Möglichkeiten. Entweder getrocknet, in der Dose oder halt im Glas. Was brauche ich denn überhaupt? Also wichtig sind Vitamine, also sprich Obst, Gemüse, was vielleicht auch nicht zu zerkocht ist. Leider TK-Gemüse würde ich komplett von weggehen, weil wenn Strom ausfällt, hast du da nichts von. Also eigentlich alles, was bunt ist und in der Dose und im Glas, das ist auch gesund. Mit Peters bunter Liste gehe ich einkaufen. Wie reagieren eigentlich meine Mitbürger auf den Hamsteraufruf? Also ich fühle mich davon nicht angesprochen. Ich mache es auch nicht. Natürlich kann man ein paar Dosen in den Keller stellen und sich notversorgen. Aber das ist jetzt sozusagen, ich habe keinen Hintergrund sonst, der jetzt weltpolitisch darauf hindeuten würde. Ja, na, das ist diese Angst vor dem Terror und vor Anschlägen. Ich mache gerne Horteinkäufe. Und mein Mann meinte so, yippie, du kannst Horteinkäufe machen. Wir haben aber derzeit kein Auto, deswegen ist das ein bisschen schwierig. Das habe ich und starte meinen Hamstereinkauf. Los geht's mit 40 Liter Wasser für 4 Personen. Große Energie. Weichbohren. Bei vielen Lebensmitteln staune ich, wie lange sie tatsächlich haltbar sind. 20.06.2018. 2018. Ketchup ist super. 2020. Während sich mein Korb füllt, durchsucht meine Kollegin Eileen deutsche Haushalte. Ist der Aufruf hier schon angekommen? Wir haben eigentlich nur Vorräte insofern, was wir im Garten ernten, beziehungsweise was meine Frau vorkocht. Klaus-Peter Penck setzt auf die Kühltruhe. Nur bei Stromausfall nützt die dann auch nichts. Vorräte haben wir nur noch insofern, dass wir unsere Kirschen verwerten im Rumtopf. Haben Sie genug Trinkwasservorräte? Ja, aus der Leitung. Ja, aber sonst nicht. Der Rat der Bundesregierung, da kann ich nichts mit anfangen. Auch ein paar Türen weiter bei Nicole Broder, keine Spur von Hamstereinkäufen. Milch haben wir auch immer da, Wurst, Käse, was wir so halt im alltäglichen Gebrauch verwenden, ne? Aber kein Vorrat. Wenn ich sagen würde, okay, es wird wirklich brenzlig, würde ich für keine 10 Tage einkaufen, sondern für 3-4 Monate. Ne? Mein Einkauf ist abgeschlossen und soll für 10 Tage reichen, hoffentlich. Die Hamsteranalyse erfolgt beim Experten, der die Liste für uns zusammengestellt hat. Was haben wir für Produkte noch? Welchen Kriterien? Also wir haben zum einen Energieträger wie Reis, Nudeln, die auch wenig Platz einnehmen, weil die quellen im Wasser auf. Wir haben Vitamine in den Konservendosen und auch hier in den Gläsern. Zum einen süß und aber auch herzhafte Produkte. Wir haben Nüsse, die unheimlich viel Energie bringen. Wenn ich einen 4-köpfigen Haushalt habe, wonach muss ich da gehen? Was sind so Richtwerte, an die ich mich vielleicht halten kann? Wie viel brauche ich da? Also man sagt immer, so ein Mensch braucht 2000 Kalorien am Tag. In der Notsituation kommen wir auch mit weniger aus. Verhungern wird also niemand. Die Mischung macht's. Also auf deiner Liste standen Salzstangen. Wo zur Hölle brauche ich Salzstangen? Da ist Salz mit dran. Salz gibt Mineralien. Es ist trocken, es vergammelt nicht so schnell. Es ist quasi ein kleiner Brotersatz. Insgesamt haben wir für unseren Einkauf knapp 80 Euro bezahlt. Eine gute Investition. Eigentlich müsste man jetzt auch noch in die Drogerie und den Baumarkt. Aber ganz ehrlich, vielleicht sollten wir uns einfach auch mal wieder entspannen. Wie fühlst du dich denn? Es geht. Also es ist nicht so stabil, wie ich es mir erhofft habe. Mhm. Springen würde ich damit jetzt nicht wollen, aber ansonsten, ja.